Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Demonstrationen zukünftig abgehalten werden sollen. Es kam von verschiedenen Seiten die Kritik auf, in der Vergangenheit die Demonstrationen würden zu sehr der Love Parade ähneln. Die Stimmung müsste ernsthafter und revolutionärer sein. Love Parade, das wäre ja Party, das hätte ja mit Demonstrationen gar nichts zu tun und das wäre nicht gut. Dem möchte ich widersprechen. Warum? Bei einer Demonstration geht es darum, ein Statement abzugeben. Dass man sagt, man möchte öffentlich bekunden, dass man etwas vertritt. Wir sind eine Minderheit. Eindeutig. Also ich denke, das sieht man in Umfragen, aber das merkt man auch im Bekanntenkreis. Mit unserer Ablehnung gegenüber der Regierungslinie. Leider, natürlich ist es so, dass die Altmedien den Mainstream dominieren und sie diese Meinung deswegen haben. Aber wir müssen uns in die Situation von diesen Leuten reinversetzen. Wir sind in ihren Augen aufdringlich und gesundheitsgefährdend und wie auch immer. Wir haben eine Minderheitsmeinung. Das heißt, wenn wir jetzt auf einer Demonstration besonders fordernd auftreten, dann wirken wir aufdringlich. Es geht ja bei der Demonstration darum, dass die Leute zum Nachdenken zu bringen, dass man eine Meinung hat und man möchte auch zeigen, dass viele diese Meinung teilen. Und damit möchte man die Leute zum Nachdenken bringen. Und da reicht es vollkommen aus, ein Statement abzugeben, dass man diese Meinung hat. Dann muss man nicht in einem aufdringlichen Ton irgendwas fordern, die Regierung stürzen oder irgendwas. Und man möchte auch etwas verkörpern. Also wenn man jetzt zeigt, ich schimpfe, mir geht es schlecht und die Stimmung ist schlecht, dann gibt man den Leuten ein Bild über sich selbst ab. Dann sehen die Leute, ja, dem geht es schlecht, dem geht es im Leben nicht gut. Das hat dann schon seinen Grund, sozusagen. Also so rein psychologisch betrachtet. Dann denken die Leute, ja, das sind halt Verlierer. Die schimpfen, weil das Leben ihnen nicht gut mitspielt, deswegen schimpfen sie. Und deswegen macht es einen stärkeren Eindruck, wenn man gut drauf ist. Also es ist ja auch die Ausstrahlung auf den Leuten, denen man begegnet auf der Straße. Die Medien transportieren ja die Demos nicht. Es geht ja darum, welchen Leuten man auf der Straße noch begegnet. Und wenn diese Leute jetzt Leute sehen, die gut drauf sind, die Party machen, die Musik hören, die so sind wie du und ich und die auch, wo man sieht, denen geht's gut, die haben Spaß am Leben, die haben aber eine bestimmte Meinung, dann wirkt das, strahlt das mehr aus, dann strahlt das mehr Überzeugungskraft aus. Weil es geht ja auch immer, die Leute überzeugen ja nicht nur mit den Argumenten oder die Mitläufer werden ja nicht mit Argumenten überzeugt. Die Leute, die sich für Argumente interessieren, für Sachargumente, die sind im ganzen Jahr schon nachgegangen. Die sind meistens schon überzeugt, sondern hier geht es ja vor allen Dingen um die Mitläufer. Viele halten Mitläufer für dumm, aber in Wahrheit ist es so, die Mitläufer reagieren auf andere Signale. Die reagieren, die sehen eben diesen Mensch, dem geht es gut, der ist gut drauf, der ist sozusagen, dadurch hat er einen hohen Status, dadurch ist er Alpha sozusagen, weil er ist gut drauf, das heißt, ihm geht es im Leben gut, die anderen finden ihn gut, deswegen ist er selber gut drauf. Deswegen ist er freundlich, weil ihm geht's gut. Und das wollen wir zeigen. Das heißt, wir wollen zeigen, wir sind Gewinner. Uns geht es gut, wir haben Spaß am Leben. Und gleichzeitig vertreten wir diese Meinung. Und dadurch wirken wir überzeugend. Das heißt, wenn man Leute für sich einnehmen will, dann sollte man eine positive Ausstrahlung haben. Und natürlich kann Leidenschaft, Emotionalität für eine Sache, das überzeugt auch. Aber wenn es verbittert und verbiestert wirkt, dann macht es keinen guten Eindruck. Und deswegen, glaube ich, ist auch Querdenken, zieht auch so viele Leute an, weil Michael Ballweg hat eine ruhige Ausstrahlung, eine ruhige, freundliche Ausstrahlung. Er wirkt nicht verbittert und verbiestert, sondern er wirkt wie ein Bürger, dem es eben gut geht, der hier ein Anliegen hat. Und genau so sollten wir hier alle unser Anliegen vorbringen. Und man sollte auch Leute nicht verprellen, wenn man jetzt Leuten ein schlechtes Gefühl gibt, die jetzt Musik hören wollen. Man muss überlegen, die Leute fahren von weit her zu einer Demo, die nehmen ein großes Opfer in Kauf.
macht ja jetzt nicht Spaß, Stunden auf der Autobahn zu fahren. Dann sollten die Leute auf der Demo wenigstens eine gute Zeit haben. Man soll doch froh sein über jeden, der zu einer Demo kommt. Dann sollte die Demo so sein, dass es den Leuten Spaß macht, auf der Demo zu sein. Sagen, man hat Spaß, man hört Musik und man vertritt gleichzeitig noch, gibt man noch ein Statement ab für etwas. Wir brauchen ja möglichst viele Leute. Weil wenn viele Leute da sind, dann werden die Altmedien dazu gezwungen zu lügen. Und Lügen fliegen immer auf. Oder fliegen leicht auf. Und dann kann man das vorzeigen. Das war ja auch der Erfolg von den anderen Demos, dass man dem Berliner Senat und den Altmedien die Maske runtergerissen hat. Dass sie gelogen haben und dass jetzt ganz viele Leute gesehen haben, das vielleicht auch zum ersten Mal gesehen haben, wie diese Leute sind. Wie skrupellos, wie rücksichtslos, wie sie also charakterlos alles bereit sind zu tun, um einen Frame aufrechtzuerhalten. Dass die Demonstranten Verrückte sind sozusagen. Dass sie da lügen und alles dafür tun. Und das kann man ihnen auch in Zukunft immer vorhalten. Zum Beispiel dieses gefälschte Foto, dieses Drohnenfoto, das angeblich von 13.30 Uhr gewesen sein soll, von 16.30 Uhr gewesen soll, das aber in Wahrheit durch den Schattenwurf konnte man feststellen, dass es von 13.30 Uhr war. Dadurch hat man einen empfindlichen Beweis, den man immer wieder vorbringen kann, wo man eine direkte Lüge nachweisen kann. Und wieso lügen diese Leute? Und dann kann man diese Leute schlecht darstellen. Das heißt, der Berliner Senat wollte das ja auch verbieten, die letzte Demonstration. Und das heißt immer, wenn ganz viele Leute zusammenkommen, dann kommen sie auch in Kontakt. Die probieren natürlich, das hat man ja auch in München gesehen, die Leute zu isolieren, aus den Straßen, diese Straßenumzüge zu verhindern, dass die Leute nicht durch die Straßen ziehen, dass man den Kontakt zu den anderen Leuten möglichst gering hält, dass sie an möglichst isolierten Plätzen sind, wo sie keinen Kontakt zu den anderen Leuten haben. Aber das müssen sie erstmal verhindern. Und das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, möglichst viele Leute auf so Demonstrationen zu bringen. Da muss man alles dafür tun, dass die Leute da gern hingehen, dass es ihnen gut geht, dass sie auch gern wiederkommen. Weil es wurden ja zu viele Erwartungen geweckt. Aber es muss in Wahrheit immer wieder sein, immer wieder. Jetzt wurde in Berlin die letzte Demonstration schlecht geframed mit dem Reichstag, mit dieser Geschichte. Das war ein Trick, den die Altmedien und die Altparteien sehr wahrscheinlich irgendwie eingefädelt haben. Aber der Fehler war, dass diese Fahnen, dass diese Reichsfahnen auch auf der anderen Demo war. Und hier muss man, denke ich, hier muss man sehr streng sein in Zukunft. Man darf irgendwelche Reichsfahnen nicht zulassen. Auch wenn das jetzt kein verbotenes Symbol ist. Aber es hat mit dem Anliegen der Demo nichts zu tun. Und es ist nicht in Ordnung, weil man gibt ja ein Statement ab. Und ein ganz klares Statement. Man gibt ein Statement gegen die BRD ab. Das hat aber mit Corona gar nichts zu tun. Weil wir sehen ja im Ausland diese Leute, auch mit dem 146er-Paragraph. Die ganzen Leute im Ausland haben ja die gleichen, ist ja das ganze Gleiche. Und die haben diesen Paragraphen nicht. Das hat mit der Sache gar nichts zu tun. Diese Leute können ja gerne diese Meinung haben, aber das sollen sie auf ihrer eigenen Demonstration, sollen sie das vorbringen, wenn ihnen das wichtig ist. Aber da sollen sie nicht uns mit reinziehen und vor allem sollen sie auch nicht die anderen Leute instrumentalisieren. Es ist ja sehr wahr, dieses Argument, dass sie sich da eine Bühne suchen. Und das ist nicht in Ordnung. Die AfD ist auch nicht mit AfD-Fahnen da aufgelaufen, um dann Werbung für die AfD zu machen. Und so sollte bei einer Corona-Demo, sollte es nur um dieses Thema gehen. Und da sollten alle anderen Sachen wegbleiben. Da sollte man auch streng darauf achten. Jetzt nicht, weil man sagt, das ist jetzt irgendwie verboten oder es ist schlecht, sondern es hat einfach damit nichts zu tun. Und es ist nicht in Ordnung, sozusagen für diese Sache, die dann einem wichtig ist, dann die anderen Leute, die aber wegen was ganz anderem hergefahren sind, die entweder davon überzeugen zu wollen, das auszunutzen, dass sie da sind, um sie dann davon zu überzeugen, oder auch dann vor dem Altmedienpublikum dann die noch dazu, oder nicht nur vor dem Altmedienpublikum überhaupt, bei sämtlichen Aufnahmen sieht man das dann ja, die Leute dann noch mit zu vereinnahmen, als würden sie das auch unterstützen. Das war ja das große Einfallstor beim letzten Mal, dass die Altmedien das dann ausgenutzt haben. Dass man da nicht streng genug war, aus meiner Sicht. Das heißt, in Zukunft sollte es so sein, die Leute sollten Spaß haben, es sollte ihnen gut gehen, es sollte eine freundliche, fröhliche Stimmung sein, natürlich auch eine emotional kann es natürlich auch sein, es sollten gute Reden sein mit Appellen, aber die Stimmung sollte nicht verbiestert sein, weil das eben keinen guten Eindruck macht. Ihr könnt jetzt ja schreiben, warum ihr ganz anderer Meinung seid, warum
es nicht so sein sollte, warum keine Musik gehört werden sollte, warum es auf keinen Fall so sein sollte wie die Love Parade, sondern es ganz, nur ganz ernst sein soll. Das könnt ihr jetzt ja in die Kommentare schreiben und dann mich überzeugen, wie ihr es seht. Und ihr könnt ja schreiben, was ihr sonst so denkt. Macht's gut.